Liebe Studierende bei TBB, THB und IMM, mein Name ist Christiane Höger-Riedel und ich berate Sie gerne zum Thema Kursplanung und Kursanerkennung für Ihr Theoriesemester im Ausland an der Fakultät Wirtschaft und Technik. In meiner Beratung beantworte ich Ihre Fragen über die Kurswahlmöglichkeiten sowie die Kursanerkennungsmöglichkeiten in Ihrem Studiengang. Auch während des Auslandssemesters können Sie sich an mich wenden, falls sich Kurse vor Ort im Ausland ändern. Welche Voraussetzungen gibt es für die Kursplanung? Die Voraussetzungen sind, dass mindestens 12 ECTS geplant werden und eine Prüfung im Ausland bestanden wird. Falls Sie wegen Corona-Bestimmungen an den ausländischen Hochschulen von zu Hause aus Online-Kurse studieren müssen, gilt die Ersatzleistung Auslandssemester. Hier müssen 12 ECTS bestanden werden und ein Antrag auf Ersatzleistung Auslandssemester beim Prüfungsausschuss gestellt werden. Welche Kurse wähle ich für mein Auslandssemester? Welche Kurse kann ich für mein Studium anerkennen lassen? Bei der Kurswahl muss man immer auch an die spätere Anerkennung denken. Dabei haben Sie drei Möglichkeiten, Kurse anerkennen zu lassen. Erstens als Direktanerkennung eines Pflichtfaches oder Pflichtmodules. Zweitens als Anerkennung im Bereich der Wahlpflichtfächer und/oder Vertiefungen. Oder drittens als freiwillige Zusatzleistung. Maßgabe für die Kurswahl ist immer Ihre aktuelle Studienprüfungsordnung. Wann kann ich zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Zu allen Detailfragen bin ich Montag bis Donnerstags vormittags sehr gerne für Ihre Fragen da. Sie können auch gerne dienstags in die offene Sprechstunde via WebEx von 13 Uhr bis 14 Uhr kommen. Schauen Sie auf unsere Homepage von Wirtschaft und Technik, die sehr gut aufgebaut ist. Dort finden Sie zahlreiche Informationen zu bisher anerkannten Kursen im Ausland aus vergangenen Auslandssemestern, Formulare, Präsentationen und vieles mehr. Ich freue mich auf Sie und bin gespannt auf Ihre Planungen fürs Auslandssemester. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.